Eben, ich bin ein Amateur, das kann ich aber mit Stolz sagen, weil das Wort hat so ein bisschen einen negativen Touch. Aber wenn man den Ursprung anschaut, das kommt aus der französischen, der Wortstamm, jemand, der liebt, ein Liebhaber, und ich mache wirklich gern, was ich tue. Meine formelle Ausbildung vor ewiger Zeit war Maschinenmechaniker. Den ganzen Rest habe ich eigentlich immer Learning by Doing erlernt. Ups, muss ich da schnell schauen. Das Weiterschalten der Folien ist ein bisschen ungewohnt. Machen wir doch noch einen kurzen Realitätscheck. Wie wählen wir denn, wie wir unsere Welt sehen? Das ist immer eine gute Frage. Etwas, das mir passiert oder etwas, das wir kreieren? Und die Quantenwissenschaft sagt uns ja inzwischen, dass unser Bewusstsein unsere Realität erschafft, dass wir also unser Leben aus uns heraus erstellen und kreieren. So. Lädt er gerade ziemlich langsam. Und er lädt gar nicht mehr. Folien, oder seht ihr die Folie? Nein, Moment nicht. Okay. Ah, doch, jetzt geht's wieder. Gut. Dann auch noch die Perspektive. Wir haben eine bestimmte Perspektive auf die Welt zu sehen. Die meisten von uns haben eine Rolle in unserem Leben, seien wir jetzt Techniker oder Nicht-Techniker. Aber es gibt natürlich noch mehr Rollen auf unserer Arbeit und in unserem Privatleben. Aber diese gewisse Perspektive, die wir haben, können auch limitierend sein. Es geht da vor allem um das Thema Angst. Die Angst vor dem Unbekannten. Oder wenn wir da mal in die Wissenschaft gehen, sieht es so aus, als nur 5% unserer Ängste wirklich real sind. Wir bilden uns sozusagen also die restlichen ein in unserem Kopf. Ist das nicht etwas verrückt? Wenn wir jetzt so langsam zum Thema Technik kommen, dann passt das natürlich sehr gut, diese Angst vor dem Unbekannten. Auch eine Gefahr beim Thema Technologie, dass man nämlich gerade beim Unbekannten die Chancen und Möglichkeiten nicht sieht, wenn man so aus der Perspektive der Angst kommt. Gerade bei diesen Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Robotik, oder es gibt noch mehrere, 5G und so weiter. Was können wir nun mit dieser Angst anfangen und wie kommen wir aus dieser Blockade heraus, die teilweise aus dieser Angst kommt? Das Beste ist natürlich, das Unbekannte anfangen zu verstehen, damit die Angst verschwinden kann. Und damit können wir auch die Chancen und die Möglichkeiten erkennen, die vorher verschlossen waren. Mein Name ist Markus und ich mache vor allem Workshops für technische und nicht-technische Menschen. Das ist jetzt schon seit 2015. Meine Firma heißt Make Human Technology. Dort geht es vor allem darum, die Technologie menschenfreundlich zu gestalten. Und daher gehört es natürlich auch dazu, diese Themen überhaupt an die Leute zu bringen. Also die Idee ist, künstliche Intelligenz, Robotik, Programmieren und so weiter. Kinder zu vermitteln, Lehrern, Designern, Manager. Einfach die Leute, die vielleicht nicht die Techniker sind, die schlussendlich diese Technik machen. Gut, wir Menschen. Jetzt dann die Folie kommt hoffentlich bald. Wir Menschen sind ja kreativ und wir erschaffen. Wir haben eigentlich ein kreatives Mindset. Und die Technologie ist für uns ein Tool, um Kreatives zu erschaffen. Jetzt geht es ja um das Verständnis von Technologie. Und dass da auch nicht technische Menschen weiterkommen, haben wir da einen Prozess, der mit dem Verständnis von Technologie hilft. In diesem Prozess
Gibt es 5 Schlüssel? Kann ich da mal aufschlüsseln? Der erste ist das H. Das H steht für Herz, Begreifen, Fühlen. Denn wenn wir etwas mit unserem Herz begreifen und fühlen, können wir das Gelernte besser behalten. Verglichen mit, wenn wir etwas nur mit unserem analytischen Verstand verstehen. Der zweite Schlüssel ist das A. A wie angewandt, also nicht nur in Theorie. Wieder mit angewandtem Lernen können wir das Gelernte besser behalten. Denn wenn wir nur etwas über etwas nachdenken und es analysieren, haben wir nur einen Teil der Erfahrung gemacht. Wenn wir nur eine Formel sehen und keine angewandte Lösung, lernen wir nicht so effektiv. Und dann haben wir das N. Kommt von Natur. Und da ist das Grundkonzept von unten nach oben, von klein zu groß. Weil in der Natur sind die Bausteine, sind kleine Bausteine, die Basis für alles Komplexe. Zum Beispiel ein Mensch von oben betrachtet ist unglaublich komplex. Wir bestehen aber schlussendlich aus einfachen Bausteinen. Das heißt, wenn wir ein Verständnis für die Einzelteile entwickeln, können wir sie schlussendlich zusammenfügen und das Verständnis für das ganze Komplexe haben. Und dann der nächste Schlüssel. Okay, ich schaue schnell weg den Hintergrundgeräusch. Moment. Mal da die Türe zu. So, ich hoffe, es ist besser. Auch die Herausforderung von virtuellen Konferenzen, dass man den Raum nicht immer für sich selber hat. Gut. Dann sind wir bei D. D wie dividieren in Schritte unterteilen. Es geht auch wieder um die Komplexität. Komplexe Dinge können wir besser verstehen, wenn wir sie in kleine Schritte unterteilen. Das Gleiche, wie wenn man von einem Berg steht, der erscheint am Anfang riesig. Man kann ihn aber, ist mir gerade das Wort entfallen, es kommt mir nur noch das englische Wort, erklimmen, wenn wir mit einem kleinen Schritt beginnen. Mit vielen kleinen Schritten stehen wir schlussendlich oben auf dem Berg. Dann haben wir noch den letzten Schlüssel. Und da geht es ums ernsthafte Spielen. Spielen, ernsthaftes Spielen. Und hier geht es auch wieder darum, wir haben zum Beispiel eine komplexe Formen, die können wir diskutieren und können wir auch analysieren. Wenn wir sie aber mit spielischen Interaktionen erforschen, können wir eigentlich ein intuitiveres Verständnis für mathematische oder technische Konzepte erlangen, nach unserer Erfahrung. Gut, wenn wir jetzt das zusammensetzen, gibt das Hands. Wenn wir nur alle Schlüssel zusammenfügen, erhalten wir das englische Wort Hands für Hände. Denn wenn wir unsere Hände benutzen und praxisbezogen, also hands-on lernen, können wir komplexe Konzepte viel einfacher lernen, indem wir sie begreifen und erfahren. Und begreifen und Hände geht auch wieder zusammen. Gut. Dann kommen wir jetzt in die Praxis. Also schauen wir mal, wie können wir jetzt diese Schlüssel benutzen für zwei komplexe Themen. Künstliche Intelligenz und Robotik. Der erste Schritt ist also ein Einblick in einige Konzepte der künstlichen Intelligenz. Und in dem Fall, den ich vorstellen möchte, geht es um das sogenannte bestärkende Lernen, Reinforced Learning. Wie können wir da einen Einblick erhalten? Das Ziel, wir wollen einen Roboter bauen, der einer Lichtquelle folgen kann.
Doch, wir wollen ihn nicht programmieren, sondern er soll selber lernen, diese Aufgabe zu lösen. Und dazu benutzen wir ein neuronales Netz, das wir mit Hilfe von bestärktem Lernen trainieren. Da gibt es mehrere Herausforderungen von den Konzepten her, zum Beispiel ein mehrdimensionaler Suchbereich. Wir haben ein neuronales Netz, das hat ganz viele Eingänge und die man miteinander verknüpft. Und beim bestärkten Lernen muss man eigentlich die Möglichkeiten durchsuchen. Aber auch dadurch, dass wir so viele Eingänge und Verknüpfungen haben, steigt die Anzahl der Suche nach Dimensionen. Und das kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, wenn man es einfach erklärt. Suchdimension, was bedeutet denn das? Wie schnell wird das? Wie groß? Jetzt starte ich da schnell das Programm, um das zu zeigen. Wenn es dann geht. So. Es geht alles ziemlich langsam da. Oh, come on. Also. Eine Verzögerung, da gerade. So. So, jetzt hat es geklappt, dann muss ich schnell die Präsentation stoppen. Ah, ich kann da meinen Bildschirm teilen. Gut. So, ich teile da schnell meinen Bildschirm. Funktioniert das für alle? Ja, ich sehe das. Das wurde geteilt. Gut. Also mehrdimensionale Suchbereiche. Wie soll ich das greifbar machen und verständlich? Eindimensional ist noch klar, das können wir uns relativ gut vorstellen. Zweidimensional. Man sieht aber schon, wie schnell das jetzt anwächst, der Suchbereich. Dreidimensional auch. Soweit mit drei Dimensionen kommen die meisten noch zurecht, wie groß das überhaupt ist. Aber der Bereich wird viel größer, wenn man sich das vorstellt, verglichen mit einer Dimension. Und wenn wir in mehrere Dimensionen gehen, dann wird es dann immer größer, immer mehr. Es geht darum, das zu verstehen, wie viel das ich da überhaupt suchen muss, sobald ich in sechs Dimensionen bin. Es wächst immer mehr. Durch diese grafische Darstellung kann man sich das besser vorstellen. Also wenn man sagt, was sind mehrere Dimensionen. Dann stoppe ich da den Bildschirmsharing wieder. Gut. Genau, was auch noch vorkommt in diesen Konzepten vom Reinforced Learning sind genetische Algorithmen, also evolutionäre Algorithmen. Das heißt, wenn ich beim Lernen möchte ich nur die besten Lernergebnisse in die nächste Runde nehmen. Und das kann man auch wieder zeigen. Ich starte wieder die Bildschirmfreigabe. Gut. Das können wir ganz einfach zeigen hier. Wir sagen hier, ich habe hier die erste Auswahl, die generiert wurde von einem Ergebnis. Und jetzt möchte ich vor allem fokussieren auf Grün. Also wähle ich alle, die am meisten grün sind. Und ich will auch die meisten, die sich nach rechts neigen. Also wähle ich die alle aus.
Und jetzt kommt die nächste Generation, die aufbaut auf der vorherigen Generation. Und da sehen wir schon, jetzt sind schon viele mehr, jetzt sind schon, hat es schon viel mehr Grüne gegeben und sie haben sich auch gedreht. Die meisten sind jetzt eigentlich nur noch nach rechts gerichtet. Jetzt kann ich da wieder diese wählen, die mir am besten gefallen und die richtige Richtung haben. Und dann kommt jetzt die nächste Generation. Jetzt sehen wir schon, in der dritten Generation sind die meisten schon grün. Also wenn wir später sehen, wie wir diesen Roboter lernen lassen, geschieht das Gleiche. Also die beste Lösung aus den verfügbaren Lösungen wird die beste ausgewählt und kommt in die nächste Runde. So. Hier wird jetzt das alles zusammengesetzt, diese Konzepte, in denen wir Roboter in einer virtuellen Umgebung trainieren lassen. Die lernen, sehen gleichzeitig pro Runde lernen, auf sich auf das Licht zuzubewegen. Nachher werden die besten Ergebnisse ausgewählt, die am meisten Licht gesammelt haben. Und diese kommen dann in die nächste Runde. Und so wird das neuronale Netzwerk trainiert in einer virtuellen Umgebung. Das kann man dann etwa 1 bis 2 Stunden laufen lassen und dann verhalten sich die schon recht gut. Mal stopp und stoppe den Bildschirm wieder. Gut. Zum nächsten. Das war die Demo. Dann haben wir den Schritt 2. Jetzt wollen wir einen Roboter von Grund auf aufbauen, um auch dieses Thema zu verstehen. Wir wollen ja nicht nur in der virtuellen Umgebung einen Roboter, sondern auch in der physischen Welt, der einer Richtquelle folgt. Und wieder keine Folie. Moment. Da sehe ich jetzt noch keine Folie. Das war jetzt interessant. Das sind jetzt wirklich die Bilder der Roboterteile drauf. Moment, ich versuche es nochmal. Oder seht ihr diese? Nein, leider nicht. Gut, kleine technische Probleme. Also ich kann jetzt eigentlich aus handelsüblichen Teilen, die man aus dem 3D-Drucker und auf dem 3D-Drucker und auch mit dem Lasercutter herstellen kann, und auch handelsübliche Elektronikbauteile, kann ich mir dann in kurzer Zeit, so in einer Stunde, einen Roboter zusammenbauen. Also die Mechanik, wir bauen das Gehäuse des Roboters aus Holzteilen zusammen. Wir ergänzen ihn nachher mit 2 Motoren und einem passiven dritten Rad. Also wir lernen hier vor allem über die Mechanik. Dann die Stromversorgung aus Batterien. Wie versorgen wir da die Hauptkomponenten des Roboters und in der Elektronik nachher, wie verbinden wir die einzelnen elektronischen Komponenten? Das nochmals, das wäre jetzt interessant, das Bild zu sehen. Geht leider nicht, also bei mir nicht. Also wie können wir die elektronischen Komponenten so zusammenstellen, dass sie miteinander reden können und schlussendlich die Motoren ansteuern? Und am Schluss noch, wie bauen wir die Lichtsensoren ein, die nachher schauen, wie viel Licht hat es im Raum, dass der Roboter nachher diesem Licht folgen kann. Und schlussendlich können wir uns auch kreativ betätigen, indem wir den Roboter verschönern, dekorieren und vielleicht sogar auch etwas Lebendiges aussehen lassen. Aber das ist auch noch etwas, gerade bei Kindern, was gut ankommt, wenn man ein abstraktes Gebilde so macht, dass es ein bisschen lebensecht aussieht.
dann hat man eine viel stärkere Bindung zu diesem Ding, das man kreiert hat. So. Dann der dritte Schritt. Jetzt wird alles miteinander kombiniert. Also im ersten Schritt hatten wir das ganze bestärkende Lernen, im zweiten Schritt den physischen Roboter und jetzt kombinieren wir das. Jetzt wird es interessant, ob ich auf dieser Folie, auch das geht hoffentlich. Leider nicht. Ein Video. Das zeigt schlussendlich, man sieht sogar ein bisschen. Wir transferieren also die Daten, die wir trainiert haben, transferieren jetzt auf den Roboter und dann testen wir aus. Er fährt dann herum und folgt dem Licht und dann sehen wir, das trainierte Netz verhält sich gleich im realen Leben wie in der virtuellen Umgebung. Und dann beobachten wir das Verhalten und schauen, gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten oder was können wir jetzt anpassen in der Simulation, dass wir das Training wiederholen und dann den Transfer wieder auf den Roboter machen und schauen, was hat jetzt das für Auswirkungen auf das Verhalten in der realen Welt. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt in kurzer Zeit einen praktischen Einblick erhalten in diese beiden Themen, künstliche Intelligenz und Robotik und vor allem durch die Verwendung dieser fünf Schlüssel Herz, angewandt, Natur, dividieren und spielen. Was ist das Wichtige daran? Wir haben eigentlich eine kleine Reise gemacht von einer Perspektive, die wir am Anfang hatten, vielleicht auch der Angst eben von diesem Unbekannten, zu einer neuen Perspektive auf diese Themen, zu einem Verständnis von etwas, zu einem ersten Verständnis von etwas komplexen Unbekannten. Ich denke, wir haben eben unsere Verbindung zur Natur, zu unserer Natur, anfangen zu verlieren, zu unseren Händen. Und es geht darum, dass wir diese Kraft wiederfinden. Denn ein Leben, das von Angst geprägt ist, ist ein von außen gelebtes Leben und ist eher reaktiv. Und ein Leben, das von Verständnis und Liebe geprägt ist, dagegen ist von innen aus gelebtes Leben, ein kreatives. Und schlussendlich geht es ja darum, ein Leben zu wählen, das zu einer besseren Welt für uns alle führt. Und für mich ist die Wahl klar. Ich wähle ein kreatives und ein verständnisvolles Leben. Und ich mache das, indem ich diese Themen versuche weiterzugeben. Also idealerweise für mich wäre, wenn so komplexe Themen wie Robotik oder künstliche Intelligenz schon in der Schule behandelt würden. Vielen Dank für das Interesse und jetzt